Hallo meine Lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Life is Strange. So, Tree ansehen. I can't believe I still have this pencil case. I should take a picture to prove I'm still here. Plus, it's perfect for my portfolio. And I have to get my daily selfie quota. My little camera bag is battered, but still kicking. Contrast Frank's stark Americana with Salvador Dali's surrealist. Dann würde ich sagen, erstmal ansehen. I do love my analog camera. I should take a quick picture now. Portraits are famous. Early examples of that truly awful word you pesky kids love so much. The selfie. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits. Sie fragen mich? Das wusste ich mal. I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes. A process that gave portraits a sharp reflective style, like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular. Kann ich hier noch irgendwas machen jetzt? The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about it in your textbook. If anybody else looked at this, what would they think? Or even online. Oh, okay, pause it. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. So, ich will jetzt nochmal was nachgucken, einmal. Tut mir leid, Leute. Nee, okay, Ton ist wirklich leider nur auf Englisch vorhanden. Und ich glaube, ich sollte mal meine Kamera ein bisschen verschieben, weil ich glaube, die stört hier unten in der Ecke. Ich schiebe sie mal nach hier oben. Ich will sie nicht exakt in der Ecke haben. So. Zack. So. Stimmt nach oben. So. Also, sonst verdecke ich die Untertitel, merke ich gerade. Ja, gut. So dürfte gehen. Notizbuch. Fotoausrüstung. Ansehen. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Okay, ich weiß nicht, ob das normal ist, die Qualität des Fotos so ist, aber es sieht nice aus. So comic-mäßig ist schon recht witzig. Drucker, Poster. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Okay, ich glaube, das ist einfach Mr. Jeffersons Stil. Popwine ist Grunge-tot. Okay. Mit den neuesten Werken von Mark Jefferson. 10 Gründe, eine E-Mail zu haben. Kann ich nichts weiter? Okay. Drucker. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Someday. Ach, du wirst super werden. Max. Notizbuch. Even her school books are gift wrapped.
I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. So gemein, ne? Of course. Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Uiuiui. Produkt GRLT64S. Genau wie man es von einer neuen Greenlit erwartet. Ist die vollgepackt mit neuen Features und sehr handlich. Sie fotografiert, was sie wollen, wo sie es wollen. JPEG-Bilder sind direkt aus der Kamera hochqualitativ, inklusive einem neuen Niveau an Tiefe, Schärfe und Geschmeidigkeit. $5,299, alles klar. This might make a cool shot. Ja, mach ich davon mal ein Bild. Ich hab eine Errungenschaft. Makroskop. Ah, das erste Bild. Okay, Rachel Amber Love Forever. Oh, wie süß. Ist ja niedlich. Und Computer. Obviously Blackwell spent bank on the computers here. Looks like somebody was already working on this. Cool. Das sieht nett aus. Ich glaube, die Fotos müssen so von der Farbe her sein, oder? Ich habe nicht das Gefühl, beziehungsweise ich hoffe nicht, dass das Spiel ein paar Fehler bei mir aufweist, was die Qualität so angeht. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Hey Kate, wir lieben dein Porno-Video. XOXO Blackwell. Was? Was? Okay. Hi, Kate. Oh. Hi, Max. Ich hoffe, ich habe dich nicht blamiert. You seem quiet today. Just thinking too much. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Oh. Sieht so fertig aus. So komplett down mit dem Leben, so. Oh, tut mir das leid, ey. Ohne Witz. Das ist traurig irgendwie. Oh, Mann. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Bist du ein Held des Alltags? Finde es heraus, nimm teil. Fotowettbewerb Helden des Alltags. Reiche ein Bild ein, das dich oder andere bei heroischen Taten zeigt. Abgabefrist 9. Oktober 2013. Der Gewinner fliegt nach San Francisco und repräsentiert seine Schule im nationalen Helden des Tages Alltagswettbewerbs. In der Galerie Zeitgeist am 11. Oktober 2013. Du kannst ein Foto auf zugelassenem Papier zur Bewertung einreichen. Für diejenigen unter 18 wird eine Genehmigung der Eltern zusammen mit dem Foto benötigt. Alles klar. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Ich glaube, der Typ hat Geld. Foto? Ansehen. Ansehen. Pictures. The forest around here always looks mysterious. Ey, das sieht übel nice aus. Man, wenn die Bilder nicht in dieser Comic-Grafik, ne? Manche Bilder. Wäre das irgendwie schon ziemlich geil. You can never escape the lighthouse here. Ist das nicht das, wo wir in dem Traum waren? Ha. Huh. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. So eine typische blöde Kuh, Alter. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Excuse me. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Muss ich? Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar.
Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Das klingt logisch und halb poetisch. Will zur Kamera. Whoa, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. Ja, so eine Instant-Kameras sind schon cool. Finde ich schon nice. So eine würde ich auch gerne haben, ohne Witz. Das wäre irgendwie schon ziemlich cool. I was about to. The real world. Hot. Then I might send you a special picture. I'm not paying $150 because for Max wants everybody to see how hip she is. What's the point? She plays it so sharp. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. Square Enix. She's so fucking shy. Don't not... Was? Don't Tewart? Oder so? Life is Strange, Episode 1. Chrysalis. Irgendwie sowas. Kann ich nicht durch? Kann ich jetzt durch? Alles klar, die Tür geht einfach in mich. I think that's Courtney. She's such a slave to Taylor and Victoria. Cool. There's Taylor, always waiting for Victoria. Wissenschaftssaal? Ah, the science room. Here's the portal to Warren's brain. These missing persons posters are popping up everywhere. Vermisst, verschwunden aus, Arcadia Bay, vermisst seit Montag, den 22. April. Lol. Sonstiges, Alter 19 Jahre, 165, 50 Kilo, blond, haselnussbraun. Ich wusste gar nicht, dass das ein Augenfarbe ist. Tattoos eines Drachen auf der Wade und eines Sterns auf der Innenseite des linken Handgelenks. Rachel Amber, 19 Jahre. Wenden Sie sich bitte mit Informationen an Sheriff von Arcadia Bay. Spende Blut. Die Blackwell Academy braucht frisches Blut. Nimm an unserer Halloween-Spendeaktion am 31. Oktober 2013 teil. Das beste Kostüm gewinnt einen Preis. 9 Uhr bis 16 Uhr at Blackwell Sporthalle. Okay. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Okay. Yes, this poster must stop bullies dead in their tracks. Ja, natürlich beendet ein Poster Mobbing. I hate having everybody see inside my locker. I love that picture of Mom and Dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. Okay. Die Musik, die sie hört, ist ja irgendwie... Klingt witzig. Oder hört sich nice an eigentlich. Always deep in her nose. She didn't come to Blackwell to mess around. That's Dana talking to... I think his name is Justin. Dana is on my floor too. She's such an archetypal, gorgeous cheerleader. They must make them in a factory. Okay. I shouldn't be so catty. Dana is nice to me. Genau, wenn jemand nett zu dir ist, dann nett zu ihm. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. I hate bully jockstraps like Logan. And he's a Vortex Club member.
Ja, diese Vortex Club Member, ne? Ich glaube, ich sollte mal den Ton der Musik doch ein wenig runterstellen. Weil die Stimmen doch noch ein bisschen zu leise klingen. I wish October would last forever. It looks like she's been gone for months. Das hatten wir eben schon. You can never have enough ghosts and skeletons in the hall. Bin ich auch der Meinung. Für Halloween ist es immer gut. Don't need a PC, missed the Poetry Jam tryouts, and I did not steal that backpack. Belohnung, am 16. September wurde mein Rucksack mit all meinen Schulbüchern und meinem neuen Tablet aus der Cafeteria gestohlen, nachdem ich ihn am Tisch gelassen hatte. Du bist so dumm. Ich brauche das Zeug wirklich für die Schule und auf dem Tablet waren viele persönliche Fotos meiner verstorbenen Katzen. Also bin ich bereit, eine Belohnung zu zahlen, ohne Fragen zu stellen. Wenn du Infos hast oder gestehen möchtest, weißt du, wer ich bin und wo du mich findest. Word up, Blackwood Poetry Jam Auswahl. Am 5. Oktober um 15.15 Uhr in der Bücherei. Zum Verkauf, PC, Laptop, voll ausgestattet, $600 oder bestes Angebot. Kontakt mint@blackwickacademy.ed. Entweder ist es ein Tippfehler oder ist es so gewollt. That's so messed up. I should contact them to find out what I can do. As if I am. Rettet Acadia Bay. Im letzten Jahrzehnt hat der Klimawandel die Küste Oregons verändert. Fische und Fauna eingeschlossen. Dies hat die Fischereiwirtschaft im Bundesstaat geschwächt. Auch in Acadia Bay erhebe deine Stimme gegen Umweltverschmutzung und rette unsere historische Stadt. Lass deine Stadt nicht im Stich. Ja gut, ich meine, habe ich gesagt. They should just call it a sugar machine. That would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. Das wäre irgendwie schon ziemlich cool. I wonder what actually happened to her. Locker gibt es ein Achievement, wenn wir alle diese vermissten Poster angucken. I left my AK at home. Ja. War alles klar. Hayden. There's Hayden, another Vortex Club bro. But he's actually not an ass. Das ist doch cool. Oh, I can hardly wait to never be too cool like Nathan and Victoria. Lame. Der Vortex Club, bald. Wow. Noch das, oh Gott, ey. It looks like she's been gone for months. Das hat sie doch schon mal gesagt, ne? Schade, dass es nicht für jeden eine neue Phrase gibt, die sie sagt. Hier ist die Toilette, die hatten wir noch nicht. Also ich meine, da müssen wir hin. Aber ich will mir noch hier alle Leute einmal angucken. Und hier allgemein alles einmal angucken. Büro des Direktors. Principal doesn't come out of his office much. Rachel Amber. She's so pretty. I hate these posters. So sad. Ja, ist echt irgendwie so. Nein! Rachel Amber. Hatten wir schon. She's so pretty. Miss Grant is a great science teacher. Okay. How many students ever actually memorize all this shit? I guess we all should these days. Hier ist die Lobby, von da unten rechts kommen wir, Art Class. Würde ich mal sagen, da hinten ist Musik, Science Club, Cafeteria, Kitchen, Computer Lab. Okay. Merke ich mir alles? Definitiv nicht. Noch ein Poster zum Angucken, nice. There's the lighthouse again. Ja, den wir im Traum hatten. Yay, Halloween, my favorite time of year. The Bigfoot Stomp. I should develop some school spirit. Go team. Also voller Elan, so go team. Go team. I like skater boys. Too bad they don't like me. Oh, sie klingt auch so traurig. God, Samuel is such a weirdo. But I kinda like that about him. Hausmeister sind irgendwie immer cool. You can really learn a lot about a school by the weird shit posted on the boards. Der beste Sänger Oregons sucht den besten Gitarristen aller Zeiten, um eine Band zu gründen und die Welt zu erobern. Einflüsse: The Ramones, The Shins, okay. Beatles, Ramones, White Strips, Stripes, nochmal Ramones, okay. The Smith, Who, Ramones schon wieder. Style Council,
Nochmal Ramones und Lady Gaga, really? Kontaktiere Steve Hackney. Keine Anrufe vor 16 Uhr, danach 18:35 an Wochentagen. Traurig, einsam, deprimiert, bete mit gleichaltrigen Bibelkreis. Sonntagmittags in der Arcadia-Bücherei. Alles klar, alle Religionen willkommen. Sei fröhlich. Schwimme wie ein Otter. Erfahrener, pensionierter Sportlehrer und ehemaliger Otter-Champion. Trainiert dich persönlich, bis du durchs Wasser gleitest und deinen inneren Otter findest. Für Details kontaktieren sie Mitchell? Baronshi. Tablet so gut wie neu zum Verkauf. Enthält 5 GB Katzenfotos. Ah! Okay. Eine Trophäe. Look at these trophies. Gotta give it up for those Bigfoots. They do stomp. Würde ich auch so meinen. So, wir haben jetzt noch die beiden hier. Oh ne, da ist noch einmal Vermisstenposter, okay. I wonder what actually happened to her. Ja, hat leider kein Achievement gegeben, fällt mir jetzt auf. Es klingt so gemein, wenn da so Vermisstenposter hängt. Und man denkt nur an so. Go Otters. Achievements. Gut. Figures Juliet would be dating Zachary. Jocks sucked up in the Vortex Club. There's Juliet from my dorm. Yet another Vortex Club disciple. Haben wir das schon? This poster has Warren written all over it. Das klingt so nach Warren. These missing persons posters are popping up everywhere. Ja, gut. Okay, ich glaube, dann haben wir jetzt gerade alles uns angeguckt, aber der Part ist schon zu Ende. Meine Güte, die Zeit verfliegt ja. Und ich würde sagen, dann gehen wir im nächsten Part auf die Toilette, Leute. Vielleicht waren wir nicht so dunkel geworden. Alter. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.